Hallihallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead Space 2. Alter, Leute, ich kann das Spiel doch gar nicht mehr. Ich habe das schon jetzt seit 3 Wochen nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Das ist ja noch besser. Okay, ich gehe mal hier lang. Das sieht schon mal vielversprechend aus. Also, wie es weitergeht, meine ich jetzt. Wow. Moment, ich muss erstmal gucken. Wie komme ich nochmal an andere Waffen hier? Schuss. Sup. Ich habe eh das Gefühl, ich war hier schon, oder? Oh shit. Oh, what? Oh man. Wow. Wow. Ah, ah, ah. Ah. Dead Skills. Au! Ah, ich kann nicht bewegen. Shit. Verdammt. Boah. Peter! Ja, ich muss das Spiel öfter spielen. Super. Oh, ich wollte eigentlich drauf drehen. Okay. Irgend so ein Straßeteil. Käfig. Kann nicht zertreten werden. Oh. 1000 Reddits waren das, glaube ich, ne? 600, cool. Hier kann ich noch nicht weiter, wie es scheint. Ah, ich glaube, ich muss die... Irgendwie, glaube ich, ist irgendwie die Helligkeit ein bisschen leicht, oder? Okay. Jetzt wird sich das wahrscheinlich umstellen, Moment. Ich mache hier mal kurz einen Cut und schauen wir mal, wie es wird. Also, es hat sich anscheinend nichts geändert, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht geht das nicht unserem Spiel. Gibt ja manche Spiele, die das nicht sehr gerne sehen. Okay, gehen wir weiter. Ich soll vielleicht nicht immer mit der Waffe rumlaufen, was ist das eigentlich? 5 Schuss? Na, das ist nichts Gutes. Öffnen. Während 2214 machte ein Geophysiker namens Michael Ortman eine Entdeckung, die die Geschichte verändern sollte. In der Nähe der Halbinsel so halt. Easter Eggs sind das wahrscheinlich. So, offensichtliche Easter Eggs meine ich jetzt. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh. Das ist Pipeman, er hat sie gefunden. Schnell in die Kirche. Die Kirche? Darüber. Kapitel 4. Oh, Mann. Wow, 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 wow. Okay. Warum die Unitology-Kirche? Warum hier?
Hier ist einer der wenigen Plätze auf der Titanstation, die Tideman wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann. Nein, Dana, wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin. Das ist bloß das Problem, dass ich nicht hüpfen kann. Benutzen mit dem Ortungssender, blablabla, um Speicherstation und nichts anderes zu finden. Wahrscheinlich. Ja, also passiert eigentlich gar nichts, aber ist schon gut. Ah! Was bringt mir das, wenn ich das Glas zerschlagen kann? Egal, gehen wir mal hier lang. Das gefällt mir gar nicht. Haben sie Opfer gebracht? Impulsprojektil. Was könnte das sein? Ach, das war für die Waffe. Okay. Läuterung. Nur für Anwärter und Mitglieder. Okay. Egal. Verschlossen. Geht's da überhaupt lang? Klerus. Ach, zum Typ. Zum Papst. Zum Pfarrer meine ich. Auf gut Deutsch war. Shit, Mann, ich hasse die Viecher. Und jetzt kriege ich so Harpunenkacke, die ich nicht gekauft habe. Super. Brauchst eigentlich hierfür muss. Die kann ich nicht zertreten. Ach, weil er dann nicht tot war? Na, doch. Ist aber das einzige an Munition, das ich habe. Das ist unter mir. Oder? Ach, ich habe keine Munition mehr. Ganz vergessen. Nur Credits, das ist doch scheiße. Boah! Ich dachte, das wäre schon tot gewesen. Habe ich aufgehört zu schießen. Oh! Ja, trau mich so zu erschrecken, ihr blöden Dinger. Puh. Strahlenmunition. Na super. Kein Platz mehr. Was? Das brauche ich aber. Moment, wie war das nochmal ins Inventar? So. Medipack. Stasepack. Strahlenkanone. Plasmenergie. Das kann ich wegschmeißen eigentlich. Yay. Ich kann nichts auch nachladen.
Ja, das war das. Okay, ich habe noch ziemlich volle AP. Das ist nicht schlecht. Hast du das? Strahlmunition brauche ich nicht. Da geht's dann gleich mal. Jetzt schreibe ich mich hier noch mal zur Seite um. Ah ne, der ist da durch den Bilderraum gesprungen. Das hat Klasse. Okay. Okay. Fahrstuhl, also. Okay. Puh. Dann machen wir mal. Hab ich überdacht, was ist denn los hier? Invidelf. Zerbricht Sicherung, um Schlösser zu aktivieren. Ah. Okay. Ach, jetzt bin ich hier. Okay. Okay, das ist also der Ausgang. Der schnelle. Okay, dann gehen wir hier raus. Rein, besser gesagt. Nein. Stasis-Station habe ich voll, tut mir leid. Das hier? Das ist auch eine Mission für mich. Hier komme ich nicht durch. Hier durch vielleicht. Nee. Was ist das? Muss ich hier irgendwas machen? Textlog. Um es zu lesen. Okay, das könnt ihr wieder lesen. Ich lese das auf jeden Fall nicht durch. Ich bin da zu cool dafür. Ja, das war's. Okay. Hä? Achso. So zweimal war's drin. Ich hab gleich zwei zertreten. Was soll das? Bitte ersetzen Sie in Verteilerkasten die Sicherung für die Tür zum Observationszentrum. Vandalismus ist in der Kirche nicht gestattet. Oh, das hat jetzt gepasst. Vandalismus ist nicht gestattet. Okay. Hier kommt was rein anscheinend, oder? Oh, Leute. Ich hab schon wieder Schnupfen. Das gibt's nicht. Ah, da drüben ist alles gesperrt. Also da muss ich dann weiter, okay. Nee. Nee, nee, nee. Ich muss nochmal zurück. Aber hier kann ich nichts machen. Irgendwie tut mir leid. Ich weiß nicht. Da ist er verschlossen. Ich muss da was machen. Yay. Yeah.
Oh. Ich muss hier irgendwas machen. Tut mir leid, ich weiß, bin gerade. Wahrscheinlich ist es offensichtlich, aber ich bin zu dumm dafür. Ja. Es ist echt so offensichtlich. Da ist draußen nichts, ne? Ich habe keine Ahnung. Es muss irgendwie offensichtlich sein. Ich habe gerade irgendwie keinen Plan oder ich habe irgendwas vergessen. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Scheiße, ein Dreck. Stase, ich brauche Stase. Das ist, glaube ich, sicher. Guck mal. Ah, Moment. Leute, ich mache hier mal kurz einen Cut. Okay, Leute, geht wieder. Ja, ich habe total einen Schnupfen, ey. Ich habe gedacht, jetzt Gott, dass ich irgendwie gleich den ganzen Rotz auf die Tastatur schniefe. Aber es ist leider nicht so gewesen. Okay, wie war das nochmal mit... Ging das jetzt nochmal? Und Unitology wird helfen, dass sie eintritt. Das ist aber Telekinese und nicht Stase, oder? Keine Ahnung, kein Plan. Aha! Wie ging das nochmal mit der scheiß Stase? Das gibt's doch nicht. Dafür haben wir ja die Tastatur. Oh, gab's es überhaupt? Das gab's, glaube ich, gar nicht hier. So eine Anleitung für eine Konsole, oder? Scheiße. Aber auf der Tastatur, auf der Ding gibt's nicht so viel. Moment, das hat aber nicht gestimmt. Irgendwie. Gemeindehaus. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Moment mal. Stase. Ist der. Scheiße.
Vielleicht kann ich Sätze irgendwie. Ja. Telekinese geht doch auch, oder? Ja, ich habe jetzt gerade die Tür aufgemacht, oder? Irgendwas mit der Stasi muss ich machen, sonst wäre das Ding ja nicht da. Mann, dann dieses blöde Religionsgelaber hier zwischendrin, das ist ja total zum Kotzen. Ah, Mann. Alter, das gibt's doch gar nicht. Dass irgendwie nichts funktioniert, ist komisch, ne? Warte mal. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, was sie machen soll zum Teufel. Warning, danger to class. Could cause vacuum. Nö. Dort ist nix. Ich habe kein blödes Drecksscheiß-Straßen mehr. I don't know. Kann ich da vielleicht mal was machen? Nee. Schließ kurz das die Türen und dann macht es wieder auf, oder wie? Okay, was soll ich das denn machen? Das ist doch nicht mal bei mir, oder? Moment mal. Ach so, ins Gemeindehaus muss ich also drüber. Jetzt stimmt das auch. Aber das steht da, dass es offen ist. Ich palle überhaupt nichts mehr. What the fuck? Also Moment mal. Scheiße, bin ich retarded oder so? Wenn ich die verschließe, wie soll ich dann die andere aufkriegen? Die geht ja auch nicht auf, weißt du? Und die ist ja schon die ganze Zeit offen, zu meine ich. Moment.
Ja, die ist ja gar nicht. Die hat ja gar nicht so ein blaues Signal jetzt, ne? Auch weil sie ja zu ist. Schließen. Was ist das? Kann ich da irgendwas machen? Nur da unten. Okay, pass mal auf. Falsches. Ah. Heiligem Müllsack. Jetzt brauche ich Stase. Wow. Nicht lustig. Oh. Oh my God. Lol. Oh. Oh my fucking God. Au! Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen Cut. Das war jetzt genug gespielt. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.